Wir rufen zu zivilem Ungehorsam auf. Es ist ein bisschen seltsam, dass Menschen mich in eine Rolle stecken, anderen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben, als ob ich eine Art Anführerin bin oder Autorität habe, anderen etwas zu sagen. Die Aktivistinnen und Aktivisten in der Klimabewegung sind eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Menschen. Ich kann niemandem was sagen, nur ermutigen zu zivilem Ungehorsam und friedlichem Protest. Ich werde mich um jeden Fall kümmern, der benannt wird. Und wenn das von Neubauer machen kann, sehr gerne. Und dann kümmern wir uns darum. Wir haben ein, zwei Filme im Netz gesehen, wo wir sagen, das sieht nicht gut aus. Den Polizisten werden wir jetzt, das werden wir uns genau anschauen. Da haben wir auch Strafanzeige gestellt, vorsichtshalber, weil ich finde, das muss gecheckt werden. Mhm. Das habe ich die letzten Jahre immer gemacht und das wird auch jetzt so gemacht. Aber diese Stimmung und dieses Gerücht, was jetzt erzeugt wird, als wären da alles wild gewordene Polizisten unterwegs gewesen, finde ich schon ganz schön stark. Haben sich die Grünen von RWE austricksen lassen, Ihrem Verständnis nach? Ich weiß nicht, wie die Diskussionen verliefen, aber es ist sehr heuchlerisch, was gerade passiert. Warum? Erst an den Demos für Lützerath teilnehmen und dann Lützerath zu opfern. Nein, natürlich reicht es noch nicht. Wenn man sich die globalen Emissionen anschaut und auch die von Deutschland, dann reicht es noch nicht. Wenn wir schauen, wie weit wir auf dem 1,5-Grad-Pfad sind, dann reicht es noch nicht. Und die Frage ist ja, aber welchen Umgang finden wir damit? Denn wenn man sich die wissenschaftliche Lage anschaut, Sie haben ein bisschen was dazu erzählt, Herr Latif, dann müsste man ja eigentlich sagen, man kann sich mit keinem Kompromiss zufrieden geben. Kein Kompromiss reicht aus. Gleichzeitig, wenn wir keine Kompromisse mehr machen würden, auch nicht in dieser Regierung, würde sich gar nichts bewegen beim Klimaschutz. Und deshalb ist für mich schon die Frage, wir haben einen unglaublichen Druck, der jetzt auch noch mal entsteht, von vielen, vielen Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, da muss mehr drin sein. Wohin können wir das denn kanalisieren? Denn ja, es stimmt ja, es muss mehr drin sein. Und das ist für mich die Frage, wie zeigen wir bundesweit bis 2030 aus der Kohle aus? Wie schaffen wir es, dass jetzt die erneuerbaren Energien so schnell ausgebaut werden, dass möglichst wenig Kohle genutzt wird? Und wie schaffen wir es, die Klimaziele in allen Sektoren einzuhalten, also vor allem beim Verkehr? Wir reden hier von Kompromissen. Der große Kompromiss, an den sich die Bundesregierung zu halten hat, ist das Pariser Abkommen. Und die Bundesregierung hat überhaupt nicht die Möglichkeit oder sollte nicht die Möglichkeiten haben, jetzt mit neuen Kompromissen ewig um die Ecke zu kommen und zu sagen, wir haben einen neuen Kompromiss, bitte feiert den alle. Und wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr auf einmal ein Problem mit der Demokratie. Es ist doch der große Kompromiss schon gemacht. Und der übrigens betrifft Millionen Menschen weltweit, die schon unter einer 1,5 Grad erhitzten Welt massivst leiden werden. Auch die müssten eigentlich immer und immer mitgedacht werden. Und in diesem Augenblick, glaube ich, kann man getrost sagen, das, was in Lützerath mit der Kohleenergie, mit der Kohlepolitik beschlossen wurde, das ist nicht vereinbar mit diesem Pariser Abkommen. Es gibt die rechtlichen Möglichkeiten, auch seitens der Bundesregierung, da noch ganz, ganz viel zu verändern. Und die Kohle ist noch im Boden. Und das heißt, wir werden natürlich weiter dafür kämpfen, dass die Kompromisse eingehalten werden. Dann sagen Sie doch, dass der europäische Zertifikatehandel nicht mit dem Pariser Abkommen vereinbar ist. Denn wir haben ja keine nationalen CO2-Budgets, sondern wir haben ein europäisches, wir haben eine europäische Klimapolitik. Und die wird so justiert, dass wir 2050 dieses 1,7-Grad-Ziel erreichen. Auch auf europäischer Ebene. Ja, aber ich wollte nur sagen, aber dann ist doch trotzdem richtig, weil Sie gesagt haben, keine neuen Kompromisse. Natürlich muss es auf dem Weg dahin immer wieder neue Lösungen geben. Lützerath ist natürlich ein Symbol, das muss man einfach sagen. Lützerath, Luisa Neubauer hat es ja gerade gesagt, da waren also zigtausend Leute, die haben noch mal für Klimaschutz protestiert und ihr noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass man zwar nette Reden halten kann auf Weltklimakonferenzen, aber dass es dann auch mal irgendwann unterfüttert werden muss. Und wenn es bei uns in Deutschland, und entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt wieder damit ankomme, wenn es bei uns in Deutschland schon am Tempolimit scheitert, ja, dann frage ich mich natürlich, wie soll das bei dem großen Ding eigentlich funktionieren, bei dem Kohleausstieg. Und wir sehen doch immer wieder, zuerst hieß Kohlekompromiss 2038, jetzt geht auf einmal 2030. In Nordrhein-Westfalen. Ja, in Nordrhein-Westfalen, aber trotzdem, es geht immer alles viel schneller. Sie ist in der Industrie, okay, wir können kein Gas mehr einsparen, auf einmal haben Sie 20% eingespart. Also ich glaube, wir müssen auch wirklich mal ernst machen beim Klimaschutz und nicht immer nur auf alle Rücksicht nehmen, die so laut schreien. Ich würde nie erwarten, dass die Klimabewegung sich zufrieden gibt mit Kompromissen, die die Grünen aushandeln mit Koalitionspartnern, SPD, Liberalen, Union, die alle gegen den Kohleausstieg 2030 waren, oder auch mit RWE. Gleichzeitig glaube ich, dass wir diese Kompromisse brauchen, aber es braucht auch den Druck, um jetzt noch mehr rauszuholen. Es sind ja auch Menschen betroffen, die in diesen Strukturen Arbeit und Einkommen haben. Es sind im Rheinischen Revier etwa knapp 15.000 Arbeitsplätze.
Und die Landesregierung hat uns beauftragt, Szenarienrechnung zu machen. Was kann passieren, wenn wir diese Investitionsmittel, die mit etwa 14,8 Milliarden bereitgestellt werden, aus diesem Kohleausstiegsbeschluss, wie man die einsetzen kann, was können wir erwarten? Dann kommt man zum Ergebnis, in der Tat, wir können 21.000 bis 27.000 Arbeitsplätze 2030, 35 in dieser Phase zur Verfügung stellen. Das heißt, der Übergang kann funktionieren. Und wir haben im Rheinischen Revier. Heißt, die Menschen werden arbeitslos, oder? Nein, das heißt, dass wir diese 14.500 Arbeitsplätze mehr als kompensieren können. Wir werden über 20.000 neue schaffen können. Das heißt, wir haben vielen Menschen damit erstmal eine Option, aber wir müssen auch die Brücken dahin bauen. Und das ist vielleicht in der Lausitz eine schwierigere Aufgabe, weil wir dort eine Struktursituation haben, die nicht von Zentren umgeben ist. Das Rheinische Revier ist umgeben von Aachen, von Köln, von Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach, wo wir aus diesen Zentren heraus Strukturen entwickeln können. Wir sind mitten in Europa. Das muss in der Lausitz auch gelingen. Ansonsten ist es ein Vertrauensbruch auch den Menschen, die dort arbeiten, gegenüber. Auch das muss einmal gesehen werden. Es gibt ganz viele Gründe, warum AKW einfach der völlig falsche Weg ist. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf Energiesicherheit, weil darauf wird ja jetzt immer abgehoben, Flexibilität und so weiter. Meine, schauen wir uns mal an, was letztes Jahr in Frankreich passiert ist. Die AKWs, die standen nicht nur deswegen still, weil sie marode sind oder alt und gewertet werden müssen oder was auch immer. Sie standen auch deswegen still, weil es viel zu warm war und sie nicht mehr gekühlt werden konnten. Das heißt, sie mussten runtergedrosselt werden. Stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt wieder so einen super Sommer und die Wahrscheinlichkeit ist eben verdammt hoch, weil wir schon mitten in der Klimaerwärmung drin sind. Und dann funktionieren die Kernkraftwerke auch nicht mehr. Dann haben wir hier wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Es geht doch nicht um Moment, ich bin noch nicht fertig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, diese Flexibilität ist doch nichts anderes, als dass wir uns eigentlich von gar nichts verabschieden wollen. Ja? Und das geht einfach nicht. Wir müssen endlich mal hart sein.